Den Durchblick in wirtschaftlichen Themen haben wieder zahlreiche Schüler aus dem Oldenburger Land bewiesen. Am Mittwoch wurden im Theaterlaboratorium in Oldenburg die Sieger des Bildungsprojekts Durchblick von NWZ, LZO und dem Institut IZOB gekürt. Insgesamt 240 Schüler aus 12 Klassen aus Oldenburg, Brake, Kloppenburg und Friseute hatten sich beteiligt, wirtschaftliche Themen aus der Region recherchiert, Zeitungsartikel geschrieben und Facharbeiten verfasst. Den ersten Preis gewann für ihre Arbeit schließlich Paula Koch vom Herbert-Gymnasium Oldenburg. Rang 2 ging an Svenja Beere und Yvonne Elschen der BBS am Museumsdorf Kloppenburg und Rang 3 an Paul Münchenberg von der Sizilienschule Oldenburg.